Hallo und herzlich willkommen zum Monatstarot für den Monat September 2021. Bevor wir uns die Gesamtenergie für den Monat anschauen und dann in die individuellen Sternzeichen schauen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass 2021 ein 5-Jahr ist, 2 und 2 ist 4 und 1 ist 5, und 5 ist die Zahl der Veränderung. Das heißt, dieses Jahr, energetisch gesehen, hat viel damit zu tun, oder mit Veränderungen zu tun, und viele Veränderungen sind eigentlich auch notwendig, weil wenn alles immer gleich bleibt, ist kein Wachstum da. So dieses Jahr ist für einige Leute daher gesehen oder von daher gesehen auch vielleicht etwas anstrengend und schwierig, weil dann natürlich auch energetisch gesehen eure Guides euch pushen und wollen, dass ihr eben die Sachen auch gehen lasst, die nicht mehr da sein müssen. Und diesen Monat haben wir am 7. September einen Neumond. Und der Neumond, der hat unheimlich viel Kraft, weil er energetisch gesehen auch damit zu tun hat, dass so dieses, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich angegriffen oder leicht angreifbar, dieses Gefühl kann dann umschlagen in Wut und Konfrontation. Von daher gesehen ist vielleicht so die erste, zweite Woche im September schon etwas schwieriger. Also bedenkt es bitte, dass das auch ein Monat ist, wo ihr euch vielleicht ein wenig zurücknehmen müsst. Okay? So, das war das. Lassen wir einfach mal gucken, was die Gesamtenergie für den Monat so hat. Ihr merkt schon, ich bin zwar deutsch, aber ich lebe seit 21 Jahren im Ausland und ich habe hier eigentlich auch niemanden, mit dem ich Deutsch spreche. Also ich spreche ganz, ganz selten Deutsch und manchmal fallen mir dann die Worte nicht ein und dann sage ich die auf Englisch. Also ich versuche so, je mehr wir hier die Sternzeichen uns angucken, desto einfacher sollte es werden, für mich wieder so noch ins Deutsche zu kommen. Ist das, ja. Wenn man das so sagen kann. So, die Gesamtenergie, die wir haben. Wir haben Wunder, Weisheit und Miteinandersein. Okay? So, Weisheit ist die Energie in der Mitte. Und Wunder und Zusammenhalt, sind die Energien, die die Weisheit unterstützen. Was das bedeutet ist, das ist ja wie gesagt September. Der 9. Monat. Und Wunder bedeutet, dass ihr gedanklich zumindest auch in die Zukunft schaut. Also hier ist es ganz wichtig, diesen Monat, dass die Einstellung, die ihr zum Leben habt, ganz groß dazu beiträgt, wie der September am Ende des Tages wirklich läuft. Also eure Energie hochzuhalten, ist wirklich, wirklich wichtig. Und ihr habt Wunder, was praktisch bedeutet, glaubt daran, dass Wunder geschehen, sozusagen, und dass es auch viele Dinge gibt, die ihr noch gar nicht sehen könnt, die schon unterwegs sind, um euch im Leben zu unterstützen. Und dann haben wir Wisdom, Weisheit in der Mitte. Und das bedeutet halt, dass alles, was ihr, es klingt einfacher, als es ist, aber wenn irgendjemand euch verbal angreift oder irgendjemand eine andere Meinung hat oder das Gefühl hat, er könnte euch sagen, was ihr zu tun habt, die innere Weisheit siegt. Wenn du weißt, wer du bist und wenn du weißt, dass deine Ansichten eben nun mal deine Ansichten sind, dann musst du dich nicht verbiegen für andere, nur weil die Probleme haben, wie du die Welt siehst. Sollten viele Leute in deinem Leben sein, die dir das Gefühl geben, du gehörst da nicht dazu, dann hast du vielleicht auch deinen Clan, deinen Tribe noch nicht gefunden. Und dann müsstest du manifestieren, dass du Leute anziehst, die eben mehr so sind wie du. Hier ist es ganz wichtig, dass wir auch, ich habe letztes Jahr so Monat für Monat Readings gemacht hier in England.
Und die Gesamtenergie für 2021 war, dass wir unsere Spiritualität auch leben sollen. Und wenn du dir das ansiehst, bist du logischerweise auch daran interessiert. Das heißt, du verstehst Spiritualität. Und wenn du das Gefühl hast, du machst nicht viel damit, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, dass du das änderst. Okay? Und dann hast du das Zusammensein, den Zusammenhalt. Und das ist auch wichtig, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass es auch an der Zeit ist, dass du dich mit Leuten vereinst, dass du Leute anziehst, die eben mehr deine Interessen teilen. Okay? Also einfach mal reflektieren, wo bist du eigentlich im Leben? So nach dem Motto, so die ganzen Leute, die hier sind, die ganzen Situationen, in denen ich bin, bin ich da noch zu Hause? Ist das alles noch mein Leben und will ich das Leben so weiterleben? Weil mit Reflektieren fängt man dann auch an, neu zu manifestieren, wenn man bemerkt, dass es so einfach nicht mehr weitergeht. Okay? So, das war die Gesamtenergie für den Monat. Einfach auch zu wissen, dass eure innere Weisheit, dass ihr der vertrauen solltet. Okay? So, wir sind im Sternzeichen lalalala, der Jungfrau. Und das ist das erste Sternzeichen, das wir uns hier mal angucken. Für den Monat September 2021. Und ihr habt die folgende Mitteilung. Ihr habt das Pferd und den Hasen. Das sind alles symbolische Mitteilungen. Und was der Jungfrau gesagt wird für den Monat September 2021, ist recht einfach. Nummer 1, nehmt euch Freiheit. Zieht euch zurück von Situationen, die einfach für euch keinen Sinn ergeben. Das ist ganz wichtig. Und mit dem Rabbit, mit dem Hasen her, hast du ja so diese, also von der Energie her gesehen, ganz viele Tunnel. Und jeder Tunnel führt wohin, wo du noch nie warst. Das heißt, dein Leben. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben irgendwie eingeschränkt ist, dann ist das jetzt auch der Monat, wo neue Ideen zu dir kommen. Was du natürlich machen musst, ist diese Angst vor der Veränderung und was mache ich denn, wenn, wann, wann. So diese Gedanken, was, wenn ich irgendwie versage, was mache ich finanziell, sind oftmals auch Gedanken, die die Türen schließen, anstatt sie zu öffnen. Und dann muss ich dich daran erinnern, an die Gesamtenergie, wo du eben auch deinem inneren Wissen und deiner Intuition eben vertrauen kannst. Und was das bedeutet ist, egal wie alt du bist und wie viele Jahre du schon auf dieser Erde gelebt hast, wahrscheinlich hast du nie unter einer Brücke gelebt. Und wenn du unter einer Brücke gelebt hast, wohnst du da jetzt nicht mehr. Das heißt, du hast auch in schweren Situationen immer wieder Wege gefunden, dein Leben besser zu machen. Und die Mitteilung hier ist, warum sollte sich das ändern? Du bist durch viele Situationen schon durchgegangen und natürlich auch mehrfach, weil wir ja immer wieder hier zurückkommen. Also es ist ja nicht dein erstes Leben hier und auch nicht dein letztes. Von daher gesehen ist es so dieses, alles ist vergänglich, nichts ist so schlimm, wie es aussieht und ich mache mein Ding. Okay? Das ist ganz wichtig für die Jungfrau. Jetzt gehen wir in das nächste Sternzeichen, Waage. Waage. Waage hat mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Ihr habt das Krokodil und den Fuchs. Und das Krokodil ist natürlich ein Tier, wenn Leute an Krokodil denken, haben sie normalerweise kein Gefühl von, oh, ist aber süß. Während das Krokodil 10 kleine Krokodilchen, also die Mutterkrokodil, 10 kleine Krokodilchen in ihrem Mund transportieren kann und sie zur Sicherheit führt. Das heißt, energetisch gesehen, das Krokodil ist eine sehr, sehr gute Mutter und natürlich werden diese Sachen ganz selten auch gezeigt bei Dokumentationen, weil es eben viel aufregender ist, anscheinend. Wenn man das Krokodil filmt, wenn es versucht, irgendwelche Tiere zu fangen oder zu essen, die vielleicht migrieren. Also von daher gesehen ist es natürlich auch so die Mitteilung, dass
vielleicht auch Leute euch nicht wirklich lesen können und euch missverstehen. Und natürlich ist es wichtig, weil es was mit Selbstwert zu tun hat, dass wenn du nicht denkst, dass du okay bist, und wenn du nicht denkst, du bist eine gute Person, dann findest du auch niemanden, der das für dich ändert, weil du immer manifestierst an der Energie, die du auch rausgibst. Und von daher gesehen, denk dran, die Gesamtenergie war auch zu begreifen, dass eure oder deine Energie, deine Attitude, dein, so wie du das Leben siehst, und dass du sagst, ja, und ich mache jetzt was, und, so dieses Powerhouse zu sein, das ist das, was bei dir liegt. Und das ist dein Ding, das so zu machen. Du hast natürlich auch den Fuchs für die Waage. Und der Fuchs ist natürlich auch das Tier, das dir sagt, ich bin eine alte Seele. Ich war immer schon wieder hier. Und ich bin okay. Und ich bin ein Überlebenskünstler. Und das bist du eben auch. Okay? So, das war die Waage. Jetzt kommt der Skorpion. Hey, Molly. Emolimu. Okay. So, wo waren wir denn? Skorpion. Concentration and happiness. So, alles was klingt immer einfacher als es ist, aber alles, was du machen musst, diesen Monat, ist dich auf das, was du wirklich im Leben erreichen willst, vorzubereiten. Konzentriere dich auf die Dinge, die dir wichtig sind und nicht auf die Sachen, die andere Leute zu dir bringen, die dich vielleicht ablenken. Weil wenn deine Energie nicht dahin geht, wo du oder deine Seele hin will, dann kommst du da auch nicht an. Ist also relativ simpel, was du gefragt wirst oder woran du erinnert wirst, ist, be careful, Demony, ist zu verstehen, dass deine Manifestierung, hey, sweetie, dass deine Manifestation und dein Glauben daran, dass Dinge, die du erreichen willst, auch erreichbar sind, auch, dass du die auch erreichen kannst. Okay? Short and sweet, das war der Skorpion. Jetzt gehen wir in den Schützen. Moll. Molly, 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 Molly. Hey, Molly. You're right, sweetie. Wir machen hier gleich weiter. You're on camera. Yes, you are. You're on camera, sweetie. So. Sorry. Für den Schützen. Für den Schützen. Es ist wichtig, für dich dahin zu gucken und zu begreifen oder zu reflektieren, dass du in deinem Leben schon viel Fortschritte gemacht hast, aber du dich im Moment eingeschränkt fühlst und deine Aufgabe ist, dadurch, dass du Fortschritte gemacht hast, einfach auch sich zurückzulehnen und Sachen von einem höheren Standpunkt aus zu sehen und zu gucken, okay, wo genau bin ich denn im Leben? Und dass ich hier das Gefühl habe, ich bin irgendwie eingeschränkt. Hat das damit was zu tun mit Covid und dass wenige Möglichkeiten da sind? Oder bin ich am falschen Ort? Und wenn du dann anfängst zu begreifen, wo du eigentlich dich zurückhalten lässt oder wer dich zurückhält, dann ist das der erste Schritt, da auch Veränderungen hervorzubringen. Okay? So. Das war Schütze. Sorry, Moll. Now, jetzt gehen wir in den Steinbock. Jetzt die Karten mischen. You're not a big help. Sorry, sweetie. So, was habe ich jetzt gerade gesagt, wo wir sind? Steinbock.
Steinbock, ihr habt den grauen Wolf und den Bär. Was das bedeutet, ist, dass du oder ihr in eurem Leben die Zügel in der Hand halten müsst. Es ist ganz wichtig, dass du selber dein Leben bestimmst und auch, mein Gefühl ist, energetisch gesehen, dass du vielleicht für zu viele Leute oder dass du vielleicht zu vielen Leuten hilfst und immer da bist für andere und dabei dann vergisst, dass auch du das Recht hast, glücklich zu sein und das Recht hast, dir Sachen oder Sachen zu tun, die wirklich dein Leben erfüllen. Und das ist wichtig, diesen Monat das zu begreifen und auch wieder so dein Leben, die Zügel in die Hand zu nehmen, um auch Leute so ein bisschen zurechtzuweisen, wenn sie denn zu viel von deiner Energie nehmen. Und dann hast du den Bär und der Bär hat immer was mit Heilung zu tun. Das heißt, während du dann reflektierst und begreifst, dass vielleicht auch Leute, die dich lieben und die du liebst, eigentlich deine Energie dir abziehen, dann ist auch so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist nicht richtig und ich habe ja auch ein bisschen Schmerz und vielleicht auch ein bisschen zu reflektieren, was alles im Leben vielleicht sogar ein Trauma gemacht hat und dann einfach das auch gehen zu lassen. Okay, ganz wichtig, wie gesagt, der 9. Monat. You can't lie here now. Sorry, you're in the way. Katzen. So, das war der Steinbock. Right? Wassermann. Wassermänner. Molly. You're touching the way, sweetie. Lass ich das mal kurz pausieren hier. Wassermann. Manchmal sind so die Energien auch überlappend von Sternzeichen zu Sternzeichen. Und auch bei dem Wassermann und für die Wassermänner. Sorry, ich habe glaube ich ein Katzenhaar in der Nase. Wo waren wir jetzt? Ja, Wassermänner. Ihr, auch euer Job diesen Monat ist zu begreifen, ich habe mich schon sehr weiterentwickelt. Und dadurch, dass du jetzt auch eine andere Sichtweise hast, Dingen gegenüber, und auch reifer bist in deiner Sichtweise, dann vertraue auch, dass du mit deiner neuen Sichtweise, deiner besseren Sichtweise, deinem besseren Verständnis für die Sachen, die um dich herum passieren und auch für die Sachen, die in dir drin passieren, dass du mit diesem neuen Wissen dann auch besser handeln kannst. Was wichtig ist hier für den Wassermann, energetisch gesehen, dass wenn du dann das Gefühl hast, okay, ich bin am falschen Ort, ja, dann ist das nicht der Monat, in dem du deine Sachen packst und neu anfängst, denn du hast den Otter und die Mitteilung des Otters, schamanisch gesehen, ist, dass Otter halten ihre Hände, wenn sie schlafen im Wasser, dass sie nicht auseinander oder sich nicht verlieren. Und in deinem Leben oder in den Sachen, die dir jetzt sofort in den Kopf kommen, während du dir das anhörst, sind noch nicht alle Lehren erledigt. Und also da ist noch Sachen, die noch gemacht werden müssen, damit du dann eben neu anfangen kannst, wenn du das Gefühl haben solltest, dass du neu anfangen möchtest. So, dieser Monat ist praktisch für dich daran zu sehen, okay, wo bin ich, was mache ich, was will ich machen und auch Veränderungen zu manifestieren, aber eben nichts überstürzt zu ändern. Okay? Und wenn ihr Geräusche hört im Hintergrund, da ist eine Kiste auf dem Boden und Molly ist da drin und irgendwie dreht sie sich zehnmal im Kreis. So, das war Wassermann. Jetzt gehen wir in das Sternzeichen der Fische. Mein eigenes Sternzeichen. Schauen wir mal,
was wir haben für das Sternzeichen des Träumers, Fische. Okay, recht interessant für Fische. Hesitation and Uncertainty. Neuanfänge sind zwar möglich, aber neue Sachen, die auf uns Fische zukommen, wir sind sehr zurückhaltend. Und wir haben das Gefühl, wir müssen uns erstmal genau angucken, was passiert hier eigentlich, bevor ich irgendeine Entscheidung treffe. Und das führt dann dazu zu sagen, okay, ich weiß eigentlich nicht genau, ob ich hier was machen soll. Ist das wirklich für mich? Also dieser Monat, September, energetisch gesehen, ist halt auch ein Monat für uns Fische. Vielleicht einfach zu akzeptieren. Habe ich schon gesagt, ich kann kein Deutsch. Einfach zu akzeptieren. Akzeptieren. Dass wir eben nicht sehr spontan sind diesen Monat. Und auch alles, wo man jetzt das Gefühl hat, okay, das muss ich jetzt spontan entscheiden, ist vielleicht auch eine gute Idee, das nicht zu tun. Und dann einfach zu sagen, okay, diesen Monat fühle ich mich ein bisschen seltsam, ich möchte eigentlich keine Entscheidungen treffen und dann das einfach akzeptieren und eben keine Entscheidungen treffen. Und es ist natürlich schwierig, wenn du einen langen Monat hast, auch so vom Gefühl her nichts zu tun, aber genau das ist der Rat, der Geiz für uns Fische, für euch Fische im September. Jetzt gehen wir in das Sternzeichen des Widders. Widder. So. You have the red fox and the sparrow hawk. Und ich habe keine Ahnung, wie der Hawk in Deutsch heißt. Das Wort kommt einfach nicht zu mir. Wie auch immer. Der Rotfuchs ist ein Fuchs, der in der Wüste lebt, wo es weniger Möglichkeiten gibt, auch weniger Essen. Das heißt, die erste Energie für den Widder ist zu begreifen, dass du alles, was schwierig war, irgendwie immer gemastert hast und auch immer alles irgendwie erledigt hast und dein Leben immer weitergeht. Und du immer wieder Wege findest, das auch alles lebbar zu machen. Aber dadurch, dass du halt diesen Rotfuchs hast, diesen Wüstenfuchs hast, ist es natürlich auch ein Monat zu begreifen, auch du energetisch gesehen, was ja eigentlich so die so ein bisschen auch die Energie des Monats. Also September hat keine leichte Energie overall. Also die Gesamtenergie des Monats ist eigentlich eher schleppend. Was auch damit zu tun hat, dass wir ja am 21. September den Vollmond haben. Und das ist ja der Mond, der mit der Ernte zu tun hat. Und dadurch, dass wir zur Ernte gehen, sozusagen, gucken wir uns natürlich auch an, was am Ende des Tages habe ich eigentlich? Und was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert? Und der Trick ist immer, so schwer das ist, wenn die Ernte nicht so toll ist, dann muss man eben weiter pflanzen und vielleicht wird die nächste Ernte besser. Und dadurch, dass dieser Harvest Moon, wie das hier in Englisch heißt, also der Monat der Ernte, Vollmond der Ernte, auch am 21. stattfindet, ist es so dieses, jetzt muss ich mich mal hier zurücksetzen und mal gucken, was habe ich eigentlich im Leben erreicht. Und energetisch gesehen ist das nicht wirklich hilfreich. So schön das ist, zu sagen, ja, ich habe was erreicht. Aber so dieses Bewerten, was habe ich eigentlich erreicht im Leben, bedeutet auch, dass man oft sich mit anderen vergleicht, was überhaupt keinen Sinn macht, weil du bist du, niemand sonst ist du. Also es macht keinen Sinn, diese Ernte sozusagen zu ernst zu nehmen. Und jetzt, und trotzdem, energetisch gesehen, ist es genau das, was auf uns zukommt. In der dritten Woche des Monats auch so dieses, was habe ich eigentlich erreicht? Wo bin ich eigentlich im Leben? Und so dieses das Gefühl hast, oh, ich habe vielleicht auch versagt. Und deswegen war es so wichtig in der Gesamtenergie, dass die Geister gesagt haben, denk dran, wie du das Leben siehst, hat einen großen Einfluss darauf, wie das Leben
dich unterstützt oder eben nicht unterstützt. Okay? So, bitte daran denken und dann habt ihr halt diesen Hawk. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Ich kann das Wort gar nicht mehr. Anyway, dieses Vögelchen hier nimmt die Luft, die praktisch von den, also sie sitzt irgendwie auf der Klippe und dann und die Luft, die die Klippe trifft, man nennt es hier die Upthrust in England. Wenn diese Upthrust und diese Luft nach oben strömt, dann lässt sich der Hawk einfach reinfallen und gleitet. Und die Mitteilung ist dann auch zu sagen, okay, ich gleite einfach, ich gehe mal so mit dem Fluss, ich lasse mich mal gleiten, wo immer der Wind mich auch hinträgt, es ist in Ordnung. Das ist eine ganz andere, auch eine wichtige Mitteilung hier für uns, für den Widder, sorry. Auch zu begreifen, dass manchmal Sachen zu bekämpfen wenig Sinn haben, wenig Sinn machen. Ja, warum fällt mir das so schwer, ins Deutsche umzuswitchen? Echt seltsam. Anyway, wo waren wir denn jetzt? Wieder. Jetzt gehen wir in den Stier. Wir haben noch Stier, Zwilling, Krebs und Löwe. Jetzt sind wir beim Stier. Wir schauen uns den Monat September des Jahres 2021 an. Und auch hier ist die Energie overlapping. You have the Kid Fox, der ähnlich wie der rote Fuchs, Rotfuchs in der Wüste lebt. Das heißt, wieder ein Fuchs. Wieder einer, der dir sagt, du hast hier schon alles Mögliche erreicht, du bist eine alte Seele und trotzdem bist du dadurch, dass, also das ist so das Symbol, du lebst in der Wüste, dementsprechend bist du eingeschränkt. Und dann hast du den Schwarzbär. Und Bären sind immer daran, haben immer mit der Heilung zu tun. Und das ist deine Mitteilung. Du fühlst dich eingeschränkt diesen Monat. So, again, die Energie, die Gesamtenergie des Septembers ist ohnehin schleppend. Und das ist wahrscheinlich auch die Energie für das Sternzeichen Stier, dass dich so über den Monat, sich so über den Monat zieht. Also auch ist es schwer, energetisch gesehen, so das Beste aus den Sachen zu machen. Und die Message hier ist zu sagen, okay, wenn ich das Gefühl habe, ich bin eh schon angeschlagen, dann sollte ich mich vielleicht um mich selber kümmern. Und so dieses Heilen hat natürlich auch damit zu tun, wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich für mich selbst. Ja? Und was stoppt mich denn davon, Spaziergänge in der Natur zu haben, Bäume zu umarmen, schön im Bad zu sitzen mit Kerzen, allem drum und dran, so auch so diese Seele baumeln lassen. Dafür musst du dir Zeit nehmen. Und wenn du dir dann für dich Zeit nimmst, dann erkennst du auch, dass du es natürlich wert bist, dass es dir gut geht. Und so, das ist die Mitteilung für den Stier. Viel Glück. Und jetzt gehen wir in den Zwilling. Okay, wieder ein Bär. Und den Groundhog. Okay, für Zwillinge. Auch ihr solltet euch diesen Monat, wo die Energie schleppend ist, einfach so ein bisschen zurückziehen und sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um mich. Und dann habt ihr natürlich auch diesen Groundhog. Was bedeutet, dass während ihr euch eine Auszeit gönnt und sagt, jetzt lasse ich mal 5 Grad sein und kümmere mich mal um mich und schaue mir mal an, wo ich bin, sondern flecke meine eigenen Wunden ein bisschen, dann ist es wichtig, auch zu schauen für euch, welche Situationen kennen denn immer wieder? Was passiert in meinem Leben, das immer wieder passiert, ohne dass es da eine Verbesserung gibt? Und genau das ist, wo ihr hingucken müsst, damit ihr eben Veränderungen machen könnt und auch besser planen und manifestieren könnt. Also, generell gesehen ist es wahrscheinlich was Größeres, das du hier regeln musst oder ihr hier regeln müsst. Und dafür braucht ihr natürlich auch Zeit und eine Auszeit. Und das ist so die Mitteilung für Zwillinge. So, Krebs und Löwe. Jetzt schauen wir uns den Krebs an. Krebs. Okay, erste Mitteilung an den Krebs ist,
Egal was passiert diesen Monat, denk dran, die Energie ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen schleppender. Lasst euch nicht unterkriegen, weil der Krebs, ihr schafft es schon. Ihr seid stark, ihr seid auch so jemand, der, wenn es irgendwie Probleme gibt, dann denkt ihr halt um. Also auch so ein bisschen, ja, ich kann andere Dinge planen und das ist wichtig für euch, das zu begreifen. Egal was der Monat September euch schickt, stark bleiben und auch euch daran erinnern, dass ihr adaptieren könnt, dass ihr euch, wie auch immer, dass ihr euch an Situationen anpassen könnt und dass ihr das Beste aus allem macht. Okay? Und dann habt ihr hier die Screech Owl und die Eule sagt euch auch, dass zwei Sachen. Einmal das innere Wissen. Also auch das, was wirklich in euch drin sitzt, zu sagen, ja, das ist nun mal meine Sichtweise und mit dieser Sichtweise lebe ich mein Leben und dann nutzt das auch. Und das andere Ding, Mitteilung für Krebs, ist im September genau hinzuhören, was Leute um euch herum sagen und was und wie Sachen gesagt werden, weil die Eule energetisch gesehen, mit dem Gehör kann die genau feststellen, wo in dem Busch die Maus ist. Und dadurch, dass sie genau mitkriegt, wo die Maus ist, kann sie sich die Maus schnappen, ohne selbst im Unterbusch da gefangen zu werden. Das heißt, daher gesehen ist die Mitteilung eigentlich, dass es einfach wichtig ist, auch mal zu gucken, wer ist hier eigentlich positiv in meinem Umfeld? Was wird hier gesagt und wer ändert eigentlich die Energie eher immer so zum Schlechten? Und dann diese Leute darauf anzusprechen oder gehen zu lassen. So, das war Krebs. Jetzt sind wir beim Löwen, das letzte Sternzeichen für den Monat September, September 2021. Mal schauen. Löwe, im September. Seid ihr, und das klingt jetzt wieder falsch, aber seid ihr zum Helfer degradiert? Euer Job, dein Job, Löwe, im Monat September ist zu begreifen, du bist der Brückenbauer. Und dadurch, dass du der Brückenbauer bist, kommen natürlich auch Leute zu dir, die hoffen, dass du die über die Brücke führen kannst. Und das ist das, was dein Job diesen Monat ist. Zu sagen, okay, ihr braucht ein bisschen Hilfe, ich nehme mich persönlich ein bisschen zurück und die Leute, die dir dann wichtig sind, für die bist du dann auch da. Und der Grund, warum das hier kommt als Mitteilung, ist, weil manche Leute natürlich dann auch zu viel von euch verlangen. Und auch da kann man immer wieder sagen, ich bin ja für dich da, aber ich habe auch Grenzen. Und was wichtig ist, als Energie und als Mitteilung nochmal für den Löwen diesen Monat ist natürlich auch zu begreifen ist, ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen viel, nach allen Dingen zu gucken und irgendwie das Gefühl zu haben, ich komm zu gar nichts, weil ich irgendwie für jeden anderen da bin. Ihr geht nicht unter, egal was energetisch passiert, solange du begreifst diesen Monat, der schleppende Monat September, ich helfe anderen und dadurch, dass ich halt deren Energie da ein bisschen höher kriege, kriege ich auch höhere Energie zurück. Und wenn du da so ein bisschen das auch so sagst, ja, okay, es ist, was es ist und ich erkenne das jetzt auch mal an, so wie es ist und akzeptiere das jetzt mal so, wie es ist, dann ist es auch alles leichter. Das war der Monat, das Monatstarot für den Monat September 2021. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte. Weil, wie gesagt, ich fand es ein bisschen schwierig, so die Worte auch in Deutsch zu finden, was überraschend ist. Es ist, wie es ist. Alles klar, Leute. Bis nächsten Monat. Bye bye.